Hallo ihr Lieben, heute mal wieder von meinem wunderschönen Ölregal darf ich zu euch eine kurze Nachricht senden. Und zwar möchte ich euch was erzählen zum Öl Magnolie. Das ätherische Öl Magnolie wird, oh Wunder, aus dem Magnolienbaum, aus der Blüte gewonnen. Ist eines eben der Blütenöle, die alle wunderbar für alle möglichen Hautthemen gut geeignet sind. Also Hautverjüngung, Verschönung und so diesen Glow, diesen Glanz zu unterstützen. Sind ganz toll als Parfüm auch geeignet, weil es einfach wahnsinnig fraulich riecht und sehr, sehr anziehend ist. Es ist auch ein Öl fürs Herz, also ein Herzöffneröl, wie wir es so gerne sagen. Und zu der emotionalen Wirkung gleich noch später. Es wirkt auch allgemein blutdrucksenkend und ist ein ganz tolles Öl, was so bei Nervosität ganz gut hilft. Und dafür einfach eben auf den Pulspunkten auftragen, einatmen. Ihr könnt es auch super in die Haarspitzen geben. Hier von doTERRA gibt es hier das Öl. Das ist dann als Roller, sodass ihr es aufrollen könnt und dann gleich verteilen könnt. Oder in eure Hautpflegeroutine mit einbaut und ist dafür wunderbar geeignet. Vor allem eben auch ganz schön emotional wirkend für diese Themen bei Nervosität, bei Unruhe. Wenn man sich vielleicht nicht mit den anderen so verbunden fühlt, so ein bisschen abgetrennt und alleine. Und das kann es den Menschen eben zeigen, dass man in dieses, es wird auch das Öl des Mitgefühls genannt, eben in die Empathie mit den anderen geht, sie versucht zu verstehen und ihre Emotionen, sich selber auch aber seine Emotionen zugesteht und so für sich und für andere eben dieses Mitgefühl entwickelt und auch wieder die Verbindung in die Verbindung zu den anderen kommt. Und ich denke mal, das ist gerade heutzutage ganz wichtig, dass wir doch viel abgeschieden sind, sei es durch die sozialen Medien, wie auch immer, dann eher für uns alleine sind und nicht wirklich in diesen live-sozialen Kontakt mit anderen so viel wie früher auch treten. Und da kann uns die Magnolie wunderbar dafür unterstützen. Und lasst mich kurz nachschauen. Ach ja, ein wichtiges Thema noch, was ich auch sagen wollte, ich wusste, da war noch was, ist, dass es nicht nur die allgemein beruhigt und bei so Nervosität auch gut hilft und unterstützend ist, sondern es wirkt auch super hormonell ausgleichend. Das heißt, bei entweder Hormonschwankungen in jungen Jahren oder dann auch in den Wechseljahren später, könnt ihr das wunderbar hernehmen. Rollert es da auch eben auf die Pulspunkte bei euch drauf und sowohl bei PMS-Thematiken, vielleicht Kinderwunsch, Wechseljahre später, alle möglichen anderen Thematiken, die eben im Thema im Bereich Hormonbalance spielen, da kann euch das Öl, allgemein auch alle Blütenöle, aber insbesondere auch die Magnolie, die da sehr extrem und sehr stark wirkt, tatsächlich sehr gut unterstützen. So, damit alles Liebe an euch, einen schönen Tag und die schöne Magnolie.